geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek. Sie haben versucht zu beschönigen, wo es nichts mehr zu beschönigen gibt. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für die AfD-Fraktion, sondern für das ganze Haus etwas. Hören Sie doch erst mal, was ich sage. Etwas. So, jetzt bitte, jetzt ist Herr Frömming dran. Etwas mehr Mut zur Wahrheit hätte ihm gut zu Gesicht gestanden in der derzeitigen Lage. Meine Damen und Herren, gehen wir in die Realität. Vor zwei Tagen berichtet der Berliner Tagesspiegel direkt aus den Schulen, wie es den Schülern wirklich geht. Ich zitiere. Ein Schüler berichtet: Meine Schwester hat einfach aufgegeben und sitzt nachts weinend im Bett und schläft tagsüber. Sie nimmt einfach nicht mehr am Homeschooling teil, weil es ihr zu viel wird. Und ein weiterer Schüler schreibt: Ich habe das Gefühl, und ich glaube viele andere auch, dass die Tage nur vorbeifliegen und man in einer Sackgasse gelandet ist und nicht weiß, wie man wieder herauskommt. Meine Damen und Herren, die Zahl der psychisch erkrankten Kinder hat während des Lockdowns dramatisch zugenommen, wie eine Studie der Uniklinik Hamburg nachweist. Fast jedes dritte Kind zeigt inzwischen Hinweise auf psychische Belastungsstörungen. Eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse DAK kommt zum Ergebnis, dass sich in Berlin im ersten Halbjahr 2020 die Psychiatrieeinweisungen junger Menschen fast verdoppelt haben. 16% der Schüler haben nach einer österreichischen Studie, und in Deutschland sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, suizidale Gedanken, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Meine Damen und Herren, der Blick in unser Nachbarland Frankreich zeigt, der permanente Schullockdown war und ist nicht alternativlos. Es geht auch anders. In Frankreich sind die Schulen offen geblieben. Und wir sehen bei den schweren Verläufen und bei den Corona-Todesfällen, dass Frankreich hier nicht wesentlich mehr, sondern sogar weniger, fast 40% weniger Fälle verzeichnet. Der Bildungsforscher Heinz-Elmar Tenort fasst die gesamte Situation zusammen, indem er sagt, das Vorenthalten der Schule ist ein Verbrechen am Kind. Ich finde, er hat recht, meine Damen und Herren. Schauen wir in den nationalen Bildungsbericht, dann sehen wir ja, dass er die Folgen der Pandemie natürlich noch gar nicht abbilden kann, aber auch schon vor dem Lockdown sah es nicht gut aus. Ich möchte einen Blick werfen in den Schulbereich, der meist sträflich vernachlässigt wird, und zwar zu den Hauptschulen. Es gibt in Deutschland immer weniger Hauptschulen. Die Hauptschulen nehmen ab bundesweit. Man kann gerade von einem Hauptschulsterben sprechen. Dass einige diese Entwicklung offenbar auch noch begrüßen, zeigt, wie wenig Ahnung sie von der Sache haben. Die Hauptschule ist über Jahre hinweg systematisch schlecht gemacht worden. In Berlin hat man sie runtergewirtschaftet und am Ende ganz abgeschafft. Aber mit welchem Ergebnis, meine Damen und Herren? Sind dadurch die Leistungen der Schüler wirklich besser geworden? Das Gegenteil ist interessanterweise der Fall. Ausgerechnet in Bayern, wo es noch die meisten Hauptschulen gibt, schneiden die Schüler quer über alle Schultypen relativ gut ab. Ich sage, noch schneiden sie gut ab in Bayern, denn inzwischen muss man dem ergrünten Ministerpräsidenten Söder ja alles zutrauen. Es ist allerdings erschreckend, meine Damen und Herren, dass die Gruppe der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss noch einmal um 20% gestiegen ist, obwohl es das Ziel des Bildungsgipfels in Dresden war, vor 12 Jahren die Zahl der Schulabbrecher zu halbieren. Allein in den ostdeutschen Flächenländern sieht es gut aus. Dort haben wir relativ wenig Bildungsabbrüche, haben relativ viele gelungene Fachausbildungsabschlüsse. Und ganz anders sieht es aus, wenn wir nach Bremen, ins Saarland oder nach Nordrhein-Westfalen schauen. Kurz gesagt, überall da, wo die SPD lange regiert hat, geht es mit der Bildung bergab. In den Bundesländern, wo die AfD gute Wahlergebnisse erzielt, da steht es um die solide Bildung sehr gut. Ich finde, der nächste nationale Bildungsbericht sollte diese Frage mal gründlicher erforschen. Stimmen Sie unseren Anträgen zu, dann geht es mit der Bildung in Deutschland wieder voran. Ich danke Ihnen.